Es laufen 100, 200 Träume ab, parallele Träume. Nach zwei Wochen mit dem Traumyantra, alle absolut still. Es ist ein fantastischer Prozess. Das Traumyantra mit nach Hause nehmen, wir könnten es machen. Es ist ein kraftvolles Werkzeug. Schau, dieses Traumyantra. Vielleicht klingt Traummaschine besser. Das Traumyantra ist etwas, das wir geschaffen haben, als wir Leute für ein 90-Tage-Kursprogramm hatten. Das war in den Vereinigten Staaten. Als ich also zu dieser Zeit sah, dass nach viel Sadhana, den ganzen Tag hindurch, von morgens 5.30 Uhr an läuft es, also dann sah ich, eines Tages betrat ich in der Nacht die Halle und sah einfach, wie alle friedlich schliefen. Das hat mir nicht gefallen. Sie sollen an sich selbst arbeiten. Die Sache ist die, friedlich zu schlafen bedeutet, wenn du einen Zustand in dir erreicht hast, wo du jenseits dieser Dinge bist, dann musst du friedlich schlafen. Du hast immer noch eine Menge Probleme und dennoch schläfst du friedlich. Das ist keine gute Idee, weil du deine Probleme für den Rest deines Lebens tragen wirst. Dann sagte ich, lass uns das machen. Es dauerte ein paar Wochen, um es vorzubereiten. Und es dauerte noch ein paar weitere Wochen, bis sie sich darauf einließen. Und dann begannen alle heftige Träume zu haben, Rasen mit großer Geschwindigkeit. In einer Nacht laufen einfach 100, 200 Träume ab, parallele Träume laufen ab. Sadhguru, wir haben die ganzen Tage gut geschlafen, jetzt. Ich sagte, ich bin kein Beruhigungsmittel. Ich bin hier, um die Menschen aufzuwecken, nicht um sie einzuschläfern. Denn man kann niemals wirklich meditieren, wenn man diese Dinge nicht aufbraucht. Wenn du so sitzt, laufen Träume ab. Du musst sie aufbrauchen. Es gibt nur eine bestimmte Menge an Daten. Wenn du es in einem hohen Tempo laufen lässt, dann wirst du sehen, wenn du das nächste Mal sitzt, dass nicht viele Daten da sind. Ganz einfach ist es da. Deshalb nach zwei Wochen mit dem Traumyantra alle absolut still. Es ist ein fantastischer Prozess. Damals habe ich gesagt, wir werden es anfertigen und es den Menschen mit nach Hause geben. Aber dann, du weißt schon, die Fähigkeit kommt zu einem Punkt, die Weisheit kommt etwas später. Dann habe ich gesehen, dass, sofern wir nicht wenigstens ein Minimum von einer Woche haben, besser zwei Wochen, die sie kommen und hier bleiben müssen. Wir müssen sie beobachten, damit sie den schlimmsten Teil der Träume durchlaufen. Und bevor sie es mit nach Hause nehmen, sind sie ein wenig, keine Flut, es fließt sanft. Wir müssen sie an diesen Punkt bringen, bevor sie es mit nach Hause nehmen. Andernfalls, du weißt schon, wenn die Umstände nicht förderlich sind, die Menschen um dich herum nicht verstehen, was mit dir passiert, dann hat es keinen Sinn, sehr intensive Dinge zu tun. Wenn also du und viele andere für so etwas bereit sind, sagen wir, für einen 14-tägigen Prozess, um das Traumyantra mit nach Hause zu nehmen, könnten wir es machen. Es wird ein kraftvolles Werkzeug sein. Das sind Arten von Sadhanas, die wir individuell für jemanden auf den Weg bringen können, sogar ohne das Traumyantra. Aber dann müssen sie unter unserer Beobachtung und Obhut sein, sonst ist es
Es wird nicht unbedingt schief gehen. Wenn du mit hoher Geschwindigkeit fährst, musst du auf einer Straße sein, auf der kein dummer Radfahrer eine Kehrtwende macht. Hallo? Ja oder nein? Wenn der Typ eine Kehrtwende macht, das ist eine Kleinigkeit. Du fährst vielleicht ein Auto, er ist nur auf einem Fahrrad. Aber schreckliche Dinge werden passieren, sowohl für dich wie für ihn und für alles. Wenn du also mit diesem Tempo fahren willst, musst du zumindest eine Zeit lang auf einer freien Autobahn sein. Wenn du also für so etwas bereit bist, können wir darüber nachdenken. Die gesamte Erfahrung deines Lebens ist in gewisser Weise ein Traum. In einem Nadi haben wir eine Traummaschine geschaffen. So beschleunigen wir die Träume 100 Mal mehr als normal. Wir berühren nicht dein Prarabdha-Karma oder das zugewiesene Karma. Wir richten uns nur auf das Lagerhaus des Karma, das Sanchitta-Karma. Weil die Substanz, die notwendig ist, um eine weitere Gebärmutter zu finden, weggenommen wurde. Doch dieser Körper ist völlig intakt. Das bedeutet, wir haben deine Zukunft zerstört.